Hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier zum dritten Video meiner Top 10-Reihe, hier zu meinem 10-jährigen Jubiläum. Und ja, heute beschäftige ich mich mit Filmreihen. Meine Top 10-Filmreihen werden jetzt von mir vorgestellt. So, und um einen langen Umschweife, fangen wir direkt an. Top 10, wir müssen ja Zeit gut machen. Top 10 ist eine Serie, ja, wie soll man sagen, ja, über ein interessantes Konzept, nämlich Escape Rooms. Und der Film heißt, beziehungsweise die Filmreihe heißt insgesamt so, ne, würde ich Escape Room nennen. Ist die Escape Room-Reihe. Ich glaube, da gibt es zwei Teile. Und ja, was soll ich sagen? Ne, ich persönlich habe auch schon so an ein oder anderen Online-Escape Rooms teilgenommen. Noch nicht an dem realen. Das muss ich auf jeden Fall irgendwann mal machen. Und ja, wie soll ich sagen? Ne, dieser Film tut so ein bisschen, ja, die Escape Room-Thematik aufgreifen. Ne, geht da natürlich so ein bisschen mal einen Schritt weiter, ne, dass das dann auch entsprechend dann in eine Filmreihe gut verpackt werden kann. Ja, wie soll man sagen, ne, es fängt erstmal so, man lernt erstmal so ein paar Charaktere kennen und dann machen die gemeinsam Escape Rooms durch und dann quasi im nächsten Part quasi, also im zweiten Film, geht es dann quasi, dass dann die Champions der Escape Roomer sich dann auch nochmal battlen dürfen. Muss ich sagen, es ist einfach ein interessantes Konzept, es ist schön zu sehen, wie da die Leute so auf Lösungen kommen und so und wie da die Räume strukturiert sind, auch wenn da nicht immer logisch immer alles wirklich zusammenpasst, ne, wie beispielsweise, dass es halt Räume für spezielle Personen gibt, aber es gibt ja an sich eigentlich gar keine Garantie, dass diese Person bis zu diesem Raum überleben wird, wodurch dann der Raum eigentlich useless werden würde und so. So ein paar Sachen. Ja, muss ich aber sonst sagen, einfach eine Top-Reihe, super unterhaltsam und muss sagen, das Thema einfach gut aufgearbeitet. Auch wenn es irgendwie komisch ist, dass es beim ersten Teil irgendwie so eine deutsche und so eine internationale Fassung gab oder so zwei verschiedene Fassungen, fand ich sehr, sehr komisch. Naja, wie auch immer. Ja. Oder war es der zweite Teil? Egal. Ja, machen wir weiter. Platz Nummer 9 ist ja eine Actionreihe, John Wick. Glaube ich, brauche ich nicht viel großartig drüber reden. Ist einfach geile Action, Alter. Einfach coole, eine coole Präsentation der Waffen auch und die verschiedenen Techniken, die da zum Schießen, Nachladen und ne, für sonst ne, zum Kämpfen benutzt werden. Einfach ein absolutes Feuerwerk und Spektakel und insgesamt eine sehr interessante Story, die dann in den späteren Teil so ein bisschen mehr wird. Man muss sagen, der erste Teil ist großartig und alles, was danach kommt, ist ebenfalls einfach solide. Von daher verdienter 9. Platz. Ja, dann Platz Nummer 8 ja, wird belegt von The Hunger Games. Muss ich sagen, der erste Teil dieser Filmreihe hat mich da am allermeisten abgeholt. Die Teile, die dann so ein bisschen danach kamen, waren so ein bisschen zum, ne, ja, ich weiß nicht, war dann nicht mehr so das, was ich dann so von der Fortsetzung vom ersten Teil so erwartet hätte. Aber so grundsätzlich einfach eine interessante Thematik. Natürlich klar, ne, dass da Kinder dann gegeneinander quasi im Battle Royale-Modus gegeneinander quasi kämpfen können. Ja, und dann am Ende einer irgendwie überleben muss. Und ja, ist einfach super interessant. Da gibt es auch viele Film-Theories dazu, wie man da in den Hunger Games am besten überleben kann und was da die beste Strategie ist und wie man da die Leute auf seine Seite holt, also ne, die Zuschauer quasi. Ja, einfach fantastisch, auch grafisch top umgesetzt. Von daher, The Hunger Games verdient der Platz 8 für mich, gar keine Frage. Ja, wie soll man sagen? Platz Nummer 7, das ist eine Filmreihe, wo es, glaube ich, schon etlich viele Teile gibt. Weiß ich, wie viele Teile gibt es da mittlerweile? 4, 5, 6, 7? Ich habe keine Ahnung. Es handelt sich hierbei um Mission Impossible mit Tom Cruise natürlich. Ja, wie soll ich sagen? Ne? Ich habe schon die ersten, ne? Part 1, Part 2 habe ich schon gefeiert und dann auch die, die danach kommen, waren einfach... Ja, wie soll man sagen, ne? Ist halt auch so Action geladen. Ich bin halt so ein Typ, ich mag Actionfilme. Und da ist dann natürlich Mission Impossible einfach, ja, großartig, ne? Ist einfach auch eine, muss man sagen, hier und da eine interessante Handlung. Manchmal etwas sehr over the top, aber auch auf jeden Fall mit krassen Stunts immer. Ja, also wenn es irgendwann mal so ein bisschen schwächelt oder so, kommt direkt wieder so ein Hochmoment und dann bam, Alter, geht's weiter und man ist wieder voll drin und ist, man hat nie das Gefühl, gelangweilt zu sein. Das auf keinen Fall. Ja, dann Platz Nummer 6. Ja, wie soll man sagen, ist eine Trilogie, wo ich ein bisschen kritisieren muss, dass quasi, ja, wie soll man sagen, quasi der erste Teil so ein bisschen so sagt, hey, wenn ihr verstehen wollt, was im ersten Teil passiert ist, müsst ihr jetzt leider den zweiten Film gucken. Und genauso müsst ihr dann den dritten gucken, um den zweiten dann wirklich zu verstehen und so weiter. Ja, hierbei handelt es sich um Maze Runner. Ja, wie soll ich sagen, ja, einfach alle drei Filme sind top. Der erste Teil, ne, wie der Junge da reinkommt und dann da, ne, dieses Labyrinth und so und wie sich das verändert und alles und, weiß ich, finde ich einfach super,
Weil sie super, super interessant und man hat sich auch im ersten Moment so gefühlt, hä, was ist da los, was geht da ab und so. Aber das wird dann in den nächsten Filmen dann auf jeden Fall noch einigermaßen gut erklärt. Aber das ist halt so, ne, so Film 1 ist Advertisement für Film 2 automatisch. So, das fand ich so ein bisschen schade, so, dass der Film Standalone, also ne, dass der erste Teil Standalone für sich so ein bisschen, so, naja, so ein bisschen useless ist. So, ne? Man muss dann die anderen Teile gucken, um den ersten überhaupt erstmal zu kapieren, was überhaupt los ist in der Welt. Aber an sich auch so interessantes Konzept von dem Film, also in welcher Zeit auch dieser Film spielt, ohne jetzt da zu spoilern. Ja, also Maze Runner, top, kann ich nichts sagen. Weltklasse-Serie. Fand ich ein bisschen, ja, wie soll man sagen, so eine Serie, die ich interessanter fand als die davor, so, ne, die Platz 7 bis 10, von daher verdienter sechster Platz. Ja, dann Platz Nummer 5, wie soll man sagen, das ist so eine Kampfserie, so, ich glaube, die ist so ein bisschen aus dem asiatischen Raum, aber das ist jetzt gefährliches Halbwissen, hätte ich mich mal informieren sollen. Naja, es geht ja mehr so darum, meine persönlichen Eindrücke hier zu vermitteln. Wenn ihr euch für einen Film interessiert, guckt einfach dann selber nach. The Raid. The Raid gibt es ebenfalls, ich glaube, zwei Filme. Ja, es gibt zwei Filme. Wobei der zweite Teil auch nochmal deutlich mehr over the top ist als der erste. Wobei auch der erste Teil krass ist. Muss ich aber sagen, das ist so ein Film, da geht es so ein bisschen auch um Kampfchoreografien. So grundsätzlich eine Sache, die ich halt in Filmen immer so ein bisschen schade finde, ist dass, ja, wie soll man sagen, dass Kämpfe halt unfassbar hart geschnitten sind. Das gefühlt so, es wurden 3 Schläge verteilt und dabei wurde 18 Mal geschnitten, um das irgendwie so zurechtzubiegen, dass es irgendwie noch gut aussieht, obwohl man am Ende keine Ahnung hat mehr, was passiert, ne, so. Von daher, das ist ein Film, da sind krasse Kampfchoreografien auch, ne, so One-Taker, wo du dir denkst, Alter, holy fuck, ey, das sind einfach krass einstudierte, ja, ne, Kämpfe, die da ablaufen und so und die da einfach unfassbar, ja, wie soll man sagen, na, einen auch so ein bisschen mitreißen, so, wo man dann teilweise so manchmal so ein bisschen auch vergisst, dass es sich dabei noch um Film handelt, weil es einfach so gut inszeniert ist und weil es einfach, ja, einfach so, ne, auch an einem Guss einfach durchläuft. Und die Handlung, ja, muss ich sagen, die Handlung rückt dabei so ein bisschen in den Hintergrund, zumindest für mich. Aber so ein Film, der hat mich mega abgeholt und der hat mich persönlich, was so die Kämpfe angeht, unfassbar befriedigt. So, auch wenn das wahrscheinlich jetzt wieder komisch klingt. Naja, ja, Top 4, beziehungsweise Platz 4, ja, was soll ich sagen? Das ist so eine Filmreihe, da werden mich jetzt wahrscheinlich viele für hassen, dass ich die auf Platz 4 platziere. Aber da muss ich sagen, da haben für mich besonders so die ersten Filme, also das ist auch wieder so eine Filmreihe, von denen gibt es, glaube ich, 9 oder 10 Teile. Demnächst kommt der 11., da gab es noch einen Spin-Off. Ihr könnt jetzt wahrscheinlich erahnen, welche Reihe es ist. Und die meiner Meinung nach auch so ein bisschen ihre Identität verloren hat so über die Zeit. Wo aber für mich so die ersten paar Teile so unfassbar gut waren, dass ich die auf jeden Fall hier mit in den Top 4, 5 platzieren wollte. Es ist Fast and the Furious. Ne, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken. So damals, ne, Teil 1, Teil 2, so mit der Autotuner-Szene, wie geil man das dargestellt hat, so dieses Underground Street Racing, das war ja damals richtig krass, ne, und richtig gehypt. Das, ne, das ist ja heute auch anders, das war damals eine ganz andere Zeit. Eieiei, war das lang her, so ist das lang her. Und ja, was soll ich sagen, für mich aber die ersten Teile waren unfassbar gut und naja, ne, danach hat sich die Serie halt so ein bisschen, naja, wie soll man sagen, so ein bisschen in Action-Hollywood-Gedöns weiterentwickelt. Ja, keine Ahnung, mag der eine gut finden, der andere schlecht. Ich persönlich finde trotzdem jetzt die neueren Filme, ja, wie soll man sagen, das ist halt für mich so ein Entertainment-Ding. Ich setze mich da einfach hin, mach meinen Kopf aus und lass mich einfach berieseln und lass mich da so ein bisschen von den Hollywood-Stars so ein bisschen entertainen, so. Das ist für mich Fast and Furious halt geworden. Früher war gefühlt mehr Substanz da, heute ist das halt alles over the top und alles Boom und so. Ja, ich weiß nicht. Für mich ist es halt Top 4. Ja, aber auch nicht mehr. So, aber ich kann durchaus auch verstehen, wenn man sagt, boah, Fast and Furious ist scheiße geworden, gefällt mir alles nicht mehr. Kann ich ebenfalls verstehen. Es ist halt, für mich ist das halt ein pures Entertainment-Ding. Man guckt sich das Ding halt an, lacht darüber und dann geht's weiter. So, dann, ja, Platz Nummer 3 ist eine Filmreihe, die viele eventuell gar nicht kennen werden, aber die ich einfach, wie soll man sagen, die finde ich unfassbar geil durchgestylt. Es handelt sich um Dirty Harry. Kennen bestimmt viele gar nicht, aber tatsächlich für mich ist Dirty Harry auf Platz 3 gelandet, einfach weil das für mich, ja, wie soll ich sagen, das ist ne, das ist so Amerika, ne, und das geht quasi einfach um einen Cop, der einfach der geilste ist. So, das ist halt einfach der Dirty Harry und das ist halt einfach der krasseste Ficker-Cop, so, weißt du, und ne, also um vielleicht mal eine kleine Sache so, ne, das ist jetzt so ein leichter Spoiler, aber auch nicht so wirklich, ne, aber manchmal gibt es einfach halt Szenen, die sind gar nicht wirklich mit dem Film quasi so in Verbindung mit der Handlung, sondern das ist einfach, ne, da sind einfach Szenen eingebaut, die zeigen sollen, wie geil dieser Dirty Harry ist und wie krass der eigentlich ist, so, die haben mit der Haupthandlung überhaupt nichts zu tun.
Aber so, weißt du, so nach dem Motto, ja, hier Flugzeugentführung, der macht das mal fix in 5 Minuten und dann geht's weiter mit der Haupthandlung. Alter, unfassbar geil. Unfassbar geil. Und einfach geile Momente drin, geiler Humor. Auch die Handlung an sich ist eigentlich echt interessant. Von daher sind allerdings ältere Filme, muss ich dazu sagen. Also, wer mal so ein bisschen so oldschool-mäßig was gucken will, vielleicht auch noch quasi aus einer anderen Zeit, der sollte da auf jeden Fall mal einschalten und einfach mal den ersten Teil gucken. Vertraut mir, ihr werdet dabei nichts falsch machen. So, dann, ja, sind wir jetzt in den, ja, wie soll man sagen, in den, ne, Platz 1 und Platz 2 in dieser Top-Region angekommen. Und ja, was soll ich sagen? Platz 2, rede ich nicht lange um den heißen Brei rum, ist für mich Indiana Jones. Die ersten Teile damals, die habe ich mir damals noch in der Bücherei ausgeliehen, immer, ne, immer wenn sie im Regal standen, hat man die mal ausgeliehen, dann hat man, hier, Papa, nimm das mal bitte mit, so ungefähr. Und ja, was soll ich sagen, ist einfach tolle Filmreihe auch, ne, Harrison Ford, wie er die Serie quasi, ja, also, ja, wie soll man sagen, ne, alleine gecarried hat, ne, als Indiana Jones und so, ne, was da auch, ja, wie soll man sagen, ne, was da für Gegenden besucht werden, ne, welche, ne, ja, da ist man mal im Dschungel, da ist man mal dort, dann hier in einem Tempel, dann hier wieder irgendwo ganz tief unter der Erde, einfach auch tolle, tolle Filmsets da einfach, die Handlungen, ne, so ein bisschen mit der Mary, mit seiner Frau, so, ne, das ist so, das dümpelt da so lang, das sollte ja auch irgendwie mal ein neuer Teil kommen, aber irgendwie ist der bisher, glaube ich, noch nicht gekommen, zumindest habe ich nichts davon mitbekommen. Von daher, man muss natürlich sagen, ne, der vierte Teil jetzt, das Königreich des Kristallschädels, ja, war für mich deutlich der schwächste Teil der Serie, aber das ist auch für mich wieder so ein Film, so, ne, da setze ich mich hin und schalte meinen Kopf aus. Ne, sobald man da mal drüber sobald man anfängt drüber nachzudenken, wird es dann grausam, aber so für sich eigentlich trotzdem noch ein okayer Film. So, ist jetzt für mich kein Schrott. Aber so alleine, ne, auch damals noch das, ne, als es so ein bisschen mit der Nazi-Zeit so ein bisschen, ne, so mit dazu kam, war schon ganz interessant auf jeden Fall. So, und gibt auch auf jeden Fall sehr lustige Momente in dieser, da, ja, ne, in dieser Filmreihe und von daher für mich Top 2, also oder Platz 2, einfach weil, ja, hat halt meine Kindheit mitgeprägt, ne, die Filme und so und ja, Indiana Jones immer, immer großartig gewesen. Ja, und dann kommen wir eigentlich zu Platz 1 und wahrscheinlich wird dieser Platz 1 niemanden in irgendeiner Art und Weise überraschen. Es handelt sich natürlich um die James-Bond-Reihe, oder? Also da brauche ich nicht, Entschuldigung, also da, ich glaube, das war von vornherein allen klar, oder? James Bond, so für mich, Actionfilm, Geheimagenten, ne, also, ne, das ist eine Filmreihe, die jetzt schon über Jahrzehnte geht und quasi auch so ein bisschen die gesellschaftliche Entwicklung großartig mit zeigt, wie man früher mit Mitarbeiterinnen umgegangen ist und heute, ne, es ist doch durchaus ein Unterschied, da mit Moneypenny und, ja, ich weiß nicht, für mich einfach ganz klare, unangefochtene, ja, unangefochtener Platz 1. So, da brauche ich gar nicht mehr großartig zu erzählen. Ja, der neueste Teil, No Time to Die, habe ich auch im Kino gesehen. Ich habe generell, glaube ich, alle Filme mit Daniel Craig im Kino gesehen, oder? Ah, ich bin mir nicht sicher. Aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Aber No Time to Die, habe ich auf jeden Fall im Kino gesehen. Und ja, absolutes Action-Spektakel. Für mich auch ein absolut verdienter letzter Film-Spektakel-Kracher mit Daniel Craig als James Bond. Für mich auch ganz klar der beste Teil quasi mit Daniel Craig. Falls man mich jetzt fragen müsste, bester James Bond-Teil, ich könnte es wirklich nicht sagen. Vielleicht im Geheimdienst Ihrer Majestät, vielleicht. Andererseits natürlich auch, wie heißt der Film? Tomorrow Never Dies, ne, der Morgen stirbt nie, ist glaube ich der erste James Bond-Film, den ich gesehen habe, auch damals in der Bücherei ausgeliehen. Einfach nur großartig, einfach nur absolutes Action-Spektakel, auch immer, ne, Q da mit seinen Gadgets und so. Ach, ohne Witz, da könnte ich jetzt stundenlang drüber erzählen, was ich an James Bond klasse finde und so. Und so allgemein so dieser britische Flair und so, einfach großartig. Aber ich möchte es jetzt nicht zu sehr ausdehnen. Das mache ich vielleicht bei einem Extra-Video, wenn euch das näher interessiert, was mich an James Bond so fasziniert. Ja, aber was soll ich sagen? Das war meine Top 10 Filmreihen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr könnt euch so ein bisschen... Also ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viele Leute aufgeregt. Ich meine allgemein, bei diesen Top-10-Videos ist ja immer so die Sache, ne? Wenn man dann ja, Sachen ganz anders einordnet als andere Leute, macht man sich ja auch schnell Feinde. Von daher ist wirklich meine eigene Meinung, ne? So, von daher bitte gebt da nicht zu viel drauf. Und wenn ihr eine andere Einordnung habt, ist das natürlich vollkommen verdient und richtig so. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!